einen wunderfröhlichen Patrick hier. So, es ist wieder mal Samstag, also auch Zeit wieder für ein neues Video. Jawohl, ja. Und heute reden wir mal über das Thema Filter. Im Samstag-Video geht es wie gesagt um das Thema Filter und damit meine ich jetzt nicht hier Kaffeefilter, Teefilter, Uploadfilter oder Ölfilter oder irgendwas, sondern wirklich Filter für die Kamera. Ja, da kann man natürlich jetzt auch wieder einen Glaubenskrieg auslösen. Ja, Filter braucht man die heutzutage noch in Zeiten von Photoshop, Lightroom etc. pp. Ich sag jein. Also es gibt Filter, die braucht man definitiv noch in der Fotografie, um sich einfach die Arbeit zu erleichtern und auch vor allen Dingen es gibt Filter, wenn man die drauf hat, das kann man mit Photoshop einfach nicht retuschieren. Das funktioniert einfach nicht. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt auch hier der Polfilter dazu. Hier habe ich einen zum Beispiel. Das ist jetzt eine mit einer 67er Durchmesser, also eher für meinen Weitwinkel gedacht. Ja, so schaut der ungefähr aus. Das ist also ein sogenannter Polarisationsfilter, nennt sich das. Damit kann man Spiegelungen aus dem Wasser rausziehen. Damit kann man das Farben von den, die Farben von den Blättern zum Beispiel ein bisschen kräftiger und satter machen. Und wie gesagt, in erster Linie nimmt man es für Spiegelungen. Es gibt auch noch so einen kleinen Trick, wenn man jetzt zum Beispiel im Zoo oder irgendwo ist und es sind Aquarien da oder etwas so wie Reptilien, wo man durch Scheiben durchfotografiert. Der nimmt ein bisschen die Spiegelung aus dem Ganzen raus. Man kann wunderbar dadurch fotografieren. Diese Filter gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Hier haben wir zum Beispiel einen mit 55 Durchmesser. Das ist ein etwas älterer. Und auch hier, wie gesagt, den, was ich vorhin vorgestellt habe, der hat jetzt eine Größe von 67 Millimetern. Also massiver Unterschied. Und Und von der Seite her muss man natürlich auch den richtigen Filter für das richtige Objektiv kaufen. Die 67er sind zum Beispiel jetzt bei mir hier für mein Weitwinkelobjektiv. Und das 55er, das war mal bei einer Kamera dabei von der analogen Zeit her noch. Aber man kann das auch auf ganz normale Objektive draufschrauben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein 58er Gewinde hat, gibt es auch hier solche Zwischenringe. Oder ja. Zwischenringe kann man schon nennen, ja, das sind Ringe, die schraubt man dann da drauf und kann es im Endeffekt dann auf sein passendes Objektiv dann zuschneiden. Neben dem Polfilter, der ja ganz wichtig ist, eben aus besagten Gründen, ist noch der zweite wichtige Filter, ein sogenannter ND-Filter. Das heißt Neutraldichte-Filter. Ich habe jetzt hier einen Variablen, die gibt es in der Regel von ND2, 4, 6, 8 bis zu 1000 hoch. Und das ist, wie ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, so wie kann man sagen, eine Sonnenschutz für die fürs Objektiv, eine Sonnenbrille. Damit kann man einfach die Belichtung etwas erweitern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Foto habe, wo ich jetzt normalerweise belichten würde mit 1/60, das kann ich dann mit dem entsprechenden ND-Filter dann hochziehen bis auf 4-5 Minuten, wenn es sein muss, oder noch länger. Und damit kriegt man halt diese schönen Nebeleffekte im Wasser hin, gerade so am Wasserbächen oder so. Oder auch das Wasser wird auch ein bisschen glatter, klar, weil man ja die Belichtungszeit verlängern kann. Das ist, was ich jetzt hier habe, ist auch wieder ein 67er, der ist auch wieder, kann man sagen, für meinen Weitwinkel. Und der ist variabel, das heißt, es sind zwei Scheiben, die aufeinander fungieren. Wenn ihr jetzt mal genau schaut, ich hoffe, man sieht es, je mehr ich drehe, desto dunkler wird es oder desto heller wird es. Und der hat jetzt so bis zu 400 ungefähr, geht der von der Stärke. Und das ist auch das, was ich in den meisten Fällen auch brauche. Und das reicht mir auch. Wahrscheinlich kommen vielleicht noch welche, aber wie gesagt, für mich reicht's. Die nächsten Filter, die ich vorstellen möchte, sind die sogenannten Verlaufsfilter. Die sind im Endeffekt halbdurchlässig, das heißt, man hat unten eigentlich nur eine Glasscheibe und oben jeweils eine farbige Hälfte, die man benutzen kann, um jetzt zum Beispiel gerade am Horizont oder die Wolken ein bisschen hervorzuheben, ein bisschen farbig zu machen.
Macht viel Spaß, habe ich jetzt zwar nicht dabei zum zeigen, aber ist ja nicht so wild. Wie gesagt, die sind ungefähr, ja, wenn man hier schaut, ungefähr auf die Hälfte schraubt man dann vorne drauf. Die gibt es auch als sogenanntes Steckfiltersystem. Das heißt, man hat vorne im Endeffekt wie eine Halterung und dann schiebt man dann eckige Glasscheibe davor. Gibt es auch aus Plastik, aber Glas wird bevorzugt, weil Glas einfach stabiler ist und auch von der Seite her leichter zum Transportieren irgendwie. Ich habe selber kein Steckfiltersystem, aber ich werde es mir wahrscheinlich zulegen. Aber die Verlaufsfilter sind super, damit kriegt man echt klasse Effekte hin, wenn die Wetterlage natürlich passt. Die Verlaufsfilter sind einstweilen schon ein bisschen, sag ich mal so, rausgekommen, weil viele Sachen kann man einfach mit Photoshop nachbearbeiten. Daher werden die Verlaufsfilter eigentlich eher weniger genommen, aber wenn man sie hat, es schadet nicht. Als nächsten Filter, den ich immer gern wieder mal nehme, ist ein sogenannter Gitterfilter. Der ist sehr interessant. Hier hat man, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist ein ganz feines Gitter drauf. Und dieses kann man zum Beispiel benutzen, um jetzt Sterne zu erzeugen. Das heißt, man nimmt jetzt zum Beispiel einen Kerzenschein oder einen Sonnenuntergang etc. Und die Lichtquelle an sich, also die Flamme der Kerze oder eben auch die Sonne, wird dann als Stern dargestellt. Natürlich kann ich das mit einer recht kleinen, geringen Blende auch hinbekommen, aber es schadet nicht. Es gibt noch weitaus mehr Effektfilter auch zum Beispiel. Es gibt einen Softener, wo das dann alles ein bisschen so, ja, so soft wird, so ein bisschen verschwommen wird. Habe ich früher mal in der analogen Fotografie benutzt, benutze ich jetzt aber auch nicht mehr. Kann man alles mit Photoshop eben, wie gesagt, ein bisschen bearbeiten. Effektfilter sind der Fall für sich, also da muss jeder selber entscheiden. Googelt es einfach mal nach, was es alles für Filter gibt. Ich habe auch nicht alles. Und ja, da werdet ihr vielleicht das ein oder andere Schmankerl entdecken. Jawohl, und jetzt der Hauptfilter schlechthin, der bei jedem Objektiv mitbeworben wird, der bei jedem Ding irgendwie in irgendeiner Form hochgehypt wird, ist der sogenannte UV-Filter. Was macht der UV-Filter? Also ich sage in der digitalen Fotografie nichts. Der macht überhaupt nichts mehr. Das ist einfach bloß ein Stück Glas, was ein bisschen so die UV-Strahlung abbündeln soll. Und in der analogen Fotografie, wo auch die Objektive nicht großartig vergütet waren, oder die Qualität halt nicht gar so dem heutigen Stand entsprechend, sagen wir es mal so vorsichtig, die kann man benutzen. Aber ich finde es eigentlich eher als ein Relikt alter Zeit. Also man kann das UV-Filter kann man hier vorne drauf machen, so jetzt. Und das Einzige, was man hat ein bisschen einen Schutz, wenn mal irgendwas ans Glas kommen sollte, dass halt die Linse selber nicht irgendwie dreckig wird. Aber wir wissen alle, alles, was vor dem Objektiv draufgeschraubt wird, das nimmt wieder mal ein kleines Stückchen an Qualität. Und jetzt lassen wir mal im UV-Filter mal kurz einen Kratzer drin sein oder mal ein bisschen einen Dreck oder irgendwas, den man einfach nicht entfernt hat. Und dann hat man schon wieder Schlieren im Bild, wo es vielleicht so nicht wäre. Muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich nehme sie nicht. Ich nehme lieber Gegenlichtblende oder immer Streublende. Und das ist dann auch Schutz ausreichend genug. Ja, dann gibt es natürlich noch die sogenannten Nahlinsen. Gut, das sind jetzt in dem Fall keine Filtern. Das sind eigentlich nur Lupen, die vorm Objektiv draufgeschraubt werden, um eben einen Makroeffekt zu erzeugen. Aber da gehe ich auf ein anderes Video mal drauf ein, weil ich habe ja sowieso vor, dieses Jahr jetzt mal ein Makro-Video zu machen. Und da kommen natürlich die Nahlinsen und die Zwischenfilter und das alles noch, oder Zwischenringe kommen dann auch mit rein. Aber für das Filtersystem, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf an. Man kann es drauf schrauben, aber ich wüsste jetzt nicht in der normalen Fotografie, für was man die jetzt sonst benutzen kann. Es gibt auch noch gewisse Farbfilter, zum Beispiel Orangefilter, Rotfilter, Gelbfilter, Blaufilter, um einfach gewisse Effekte zu erzeugen. Wie gesagt, damals in der analogen Fotografie hat das durchaus seine Berechtigung gehabt, gerade bei Schwarz-Weiß-Fotografie mit den gelben Filmen, mit den gelben Linsen, weil Schwarz-Weiß ist Schwarz-Weiß. Und damit kann man ein bisschen die Kontraste erhöhen oder ein bisschen die Kanten hervorheben. Das war damals so eine gängige Technik, wird heute aber auch nicht mehr benutzt, darum kann man die eigentlich auch getrost vergessen. Das war jetzt so mein kurzes Video zum Thema Filter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt, wie gesagt, nichts Weltbewegendes heute mal.
Filter, wie gesagt, sind sehr wichtig, meiner Meinung nach wie vor die wichtigsten Filter. Variable ND-Filter oder ND-Filter im Allgemeinen. Dann der Polfilter. Ja, eigentlich die zwei sind eigentlich noch die wichtigsten, die man benutzen kann. Was jetzt noch ein bisschen so im Nebenraum ist, ist vielleicht jetzt so ein bisschen die Effektfilter und die Verlaufsfilter. Aber die primär wichtigsten sind definitiv der Polfilter und der ND-Filter. Die braucht man immer wieder mal. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video jetzt mal gefallen, weil heute jetzt, wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr zum Thema Filter denkt oder ob man sie überhaupt nicht mehr braucht, weil Photoshop macht ja heutzutage alles. Vielleicht habe ich auch einen Filter vergessen, was euch bekannt vorkommt und ich einfach nicht kenne. Ich meine, ich kann alles essen, nicht alles wissen. Ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen, außer gut Licht, lasst mir einen Daumen da, schreibt es mir in die Kommentare und vergesst meine Facebook-Seite nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal.